Gedrängel und Gerempel, das Volk will hin zum Tempel. Heut feiern wir das Passafest, weil Gott sein Volk niemals verlässt. Aus Nazareth die Leute sind auch gekommen heute. Und Jesus ist 12 Jahre schon Marias und des Josefs Sohn. Nur manchmal bleibt er stehen, es gibt so viel zu sehen. Doch zieht's ihn dann woanders hin, denn vieles geht ihm durch den Sinn. Da Weiß und Gold und Prächtig, die Mauern groß und mächtig, der Tempel Gottes eigenes Haus, da muss er hin, er hält's kaum aus. Da sitzen fromme Männer, er weiß, das sind die Kenner. Sie sind so weise, so gescheit, sie wissen über Gott Bescheid. Erst lauscht er, was sie sagen, dann stellt er viele Fragen. Die Alten sind ganz fasziniert, wie dieser Bub nach Wissen giert. Er kann sich gar nicht trennen, er fühlt in sich ein Brennen und spürt in sich die Ewigkeit, vergisst die Eltern und die Zeit. Die Eltern, Onkel, Tanten und alle Anverwandten sind fast zu Haus schon da ein Schreck. Der Junge fehlt, das Kind ist weg. Sie lassen alles stehen, um nach dem Kind zu sehen. Im Tempel finden sie ihn dann, dort sitzt er, redet wie ein Mann. Und seine Eltern schelten, lässt du uns gar nichts gelten und machst ganz einfach, was du denkst. Merkst du denn nicht, wie du uns kränkst? Er kann sie nicht verstehen und fragt, könnt ihr nicht sehen? An diesen Ort gehör ich hin, wo ich bei meinem Vater bin. Dann geht er mit den beiden nach Hause, sie vermeiden, ihn mehr zu fragen, und er spürt genau jetzt, wo er hingehört.